Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Hallo liebe Zuschauer, wir sind weiterhin bei Cosmos. Ja, von Peppermint gehen wir jetzt über zu den Robotern, weil jetzt habe ich gedacht, die Roboter, die gab es doch noch gar nicht. Jetzt sagt der Thomas, der nehme, ja, Jörg, da gibt es was Neues und die werden wir euch dann auch gleich vorführen. Ihr seht ja auch, was es hier gibt, in dem Fall Eagle-Roboter. Auch hier verschiedene Altersangabe, ab 7 Jahre Cody-Roboter. Thomas, vielleicht, du weißt da mehr, hinten sehe ich hier einen Chips, sieht auch ganz cool aus. Was machen die, was leisten die? Ich glaube, da gehen wir parallel ein bisschen rüber. Glaube ich, hast du gesagt, damit man es auch in Action sieht. Ja, ich werde so kurz erstmal erklären, was die Roboter können und dann können wir einige auch in Action erleben. Also es gibt insgesamt 4 Stück, 2 erscheinen im Frühjahr, 2 im Herbst. Starten wir mit den Chips. Also sämtliche Roboter müssen natürlich erst zusammengebaut werden. Es sind Bausätze, die auch unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben. Der Chips ist ein Laufroboter auf 6 Beinen, der entweder einem Infrarotsignal folgen oder automatisch Hindernissen ausweichen kann. Dann haben wir Cody, das ist ein mechanisch programmierbarer Roboter. Der hat so ein Rad, das mit Reitern entsprechend programmiert wird und ähnlich wie bei einer mechanischen Zeitschaltuhr dann bestimmte Aktionen ausgelöst werden. Der kann verschiedene Dinge machen, zeigt der Kollege dann. Dann haben wir einen Kletterroboter, der Nexo. Der kann also glatte, senkrechte Wände hinaufklettern. Funktioniert mit Hydraulik. Und wir haben Nuna, einen Eagle-Roboter. Er ist wirklich süß. Der reagiert auf Klatschsignale, weil der läuft auch in verschiedene Richtungen. Und wenn man klatscht, dann klappt der seine Stacheln ein, macht eine Rolle rückwärts und fällt dann wieder auf die Beine zurück und läuft dann wieder in eine andere Richtung weiter. So, und jetzt seht ihr das auch in Action. Man sagt ja immer, toll, Verpackung, kann hier nicht viel anfangen, ich will das auch sehen. Ja, jetzt seht ihr das auch mal hier von der Bewegung. Das ist jetzt der, jetzt muss ich gerade mal schauen. Das ist der Chips. Das ist der Chips dann, das heißt mit der weißen Schachtel, wo wir vorhin gezeigt haben, genau der weiße, gibt es natürlich auch einen anderen Farbsatz. Thomas, das muss ich alles zusammenbauen? Ist das nicht zu schwer? Kriegt man das überhaupt hin? Es ist schon eine Herausforderung, aber man kriegt es schon hin. Wir haben ja entsprechende Altersklassen. Wollte ich nämlich gerade sagen. Wir sind jetzt hier nicht bei Kinderspielen. Ab 6 oder ab 8, ne, genau. Jeweils. Und da geht es teilweise von 8 bis 14. Also da sind auch die Jugendlichen in Gefahr. Und man merkt ja, die Kinder, die lernen ja immer mehr dazu und können das auch recht flott. Und hier seht ihr mal. Ah, hier sehen wir übrigens den Igel. Ah, okay. Jetzt sehen wir doch schön cool. Wie Igel so sind, doch, jetzt reagiert er. Die haben also manchmal keine Lust, rollen sich ein und schlafen dann lieber. Ist aber richtig süß gemacht in dem Fall. Also da seht ihr auch den Igel. Wie gesagt, schaut mal auf die Altersangabe, ist immer unterschiedlich. Ihr merkt jetzt auch je nachdem von der Altersangabe muss man sich schon ein bisschen orientieren, weil die teilweise etwas schwieriger sind. Das ist jetzt der Kletterroboter. Das ist der Kletterroboter. Ich weiß gar nicht, wo der klettern soll. Habt ihr deswegen die Scheibe wahrscheinlich? Genau. Die Scheibe da, genau. So, das wird jetzt ein bisschen vorbereitet, ob er auch klettert. Genau, dann sieht man das dann noch hier. Cool gemacht. So. Ja, ich freue mich schon, wie er im Kinderzimmer die Tür hochklettert oder wie auch immer. Keine Ahnung, aber sieht schon mal richtig cool aus. Also da merkt ihr, dass auch Cosmos verschiedene Produkte hat zur Auswahl. Wie gesagt, wie das üblich ist bei solchen Scheiben, muss es haften, da hängt es natürlich vom Material. Und der letzte der Reihe, das ist der Cody in dem Fall, genau. Programmierbar. Genau. Der kann je nach Aufbau, es gibt verschiedene Aufbauten, die man da dran schrauben kann. Da kann er zum Beispiel einen Ball schleudern. Er kann aber auch einen Ball kicken. Es gibt die Möglichkeit, mit einem Zeichenstift hier durch die Gegend zu schicken. Und außerdem kann man auch noch eine Greifzange oder eine Stapelgabel anbauen. Okay. Und je nach Programmierung auf diesem Rad, das sich dann dreht, führt er dann abwechselnd zu der Bewegung dann diese entsprechende Sonderfunktion aus. Abschließend noch die Frage, Alter haben wir gesagt, ihr müsst einfach mal schauen, was für euch passt, natürlich von der Altersangabe. Gibt es die schon im Handel? Kommt es erst im Frühjahr dann? Zwei, wie gesagt, kommen im Frühjahr, 2 kommen im Herbst. Die beiden Frühjahrsneuheiten sind jetzt der Nexo, also der Kletterroboter und der Laufroboter Chips. Die anderen beiden kommen dann im Herbst. Danke dir. Gerne. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.